Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Warfunder Replay. Heute wieder aus Jokers Perspektive. Wie immer unser bester Warfunder Spieler quasi. Und er zeigt uns heute mal, wie man einen Schirm nicht fährt und wie man danach das Ganze noch wieder rausholt. Ja, das Spiel wird ein richtiger Heartbreaker hier. Also es wird ziemlich knapp am Ende noch und wir gucken uns das Ganze einfach mal direkt an. Ich habe es gestern schon mal aufgenommen, ich habe es ein bisschen gefailt und ich hatte das Ganze noch auf Stream-Einstellungen und es sah einfach scheiße aus. 720p und 3500 Kilobits. Jetzt mit 1080p und 20.000 Kilobits sollten wir das Ganze schon mal ein bisschen smoother laufen. Söderle. Auf jeden Fall mit dem 76er Sherman am Start. Ich persönlich mag den Panzer Joker nicht so unbedingt. Ich kann es auch verstehen, weil das einzige Gute an dem Panzer ist seine Kanone und er wird halt gegen Panzer wie den Tiger 1 gecued. Und das ist eben ein dezentes Problem, wenn man nur der 55mm Frontpanzerung oder so hat. Joker capt erstmal den Punkt mit. Das ist definitiv die richtige Entscheidung am Anfang. Sollte man so machen bei Warfunder. Lohnt sich immer. Ja, gut, durch Steine kann man jetzt, glaube ich, noch nicht ganz durchschießen, weil vielleicht hat der Stein seine Mutter beleidigt. Ich weiß es nicht. Ja, und er fährt das an Stein rein. Cool, sorry. Da vorne ist ein M4A2 und ein Comet. Da ist ein M36. Das müsste ein Jackson sein, ne? Ich glaube schon. Auf jeden Fall dröselt er sich jetzt noch zurecht, wo er langfährt und sieht da oben, ha, da kann ich hochfahren. Und wo man hochfahren kann, da fährt man hoch und deswegen fährt er mit dem Sherman da auch direkt mal hoch. Das ergibt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ist egal. Ja, das ist natürlich schön an dem Sherman. Der ist ein bisschen mobiler als so ein Tiger oder so. Oder so ein M6 oder so. Ist meine Maus mit. Das war Absicht. Aber meine Maus wird im Bild. Entschuldigung, ich bin gerade voll auf dem. Also, ich wollte meine Maus bewegen und ich habe hier so eine schiebbare Unterlage, wo meine Maustastatur drauf ist. Die halt unter dem Schreibtisch quasi ist. Und ich bin dann auf dem Schreibtisch gekommen und da lag eine Chipstüte drauf und habe ich natürlich genau drauf gefasst, schlau wie ich bin. Ihr werdet an dem Namen der Folge ja schon gelesen haben, mit welchem Panzer Joker sich hier mal ein bisschen drum kümmert. Und er zeigt auch gleich, warum er den 76er Sherman nicht so unbedingt lieb hat. Aber das macht auch gar nichts. Self-propelled Anti-Aircraft Gun da hinten, aber das ist alles uninteressant. Ich persönlich mag diesen Sherman, wie gesagt. Nur das Matchmaking, das er kommt, ist halt das Problem. Und das, naja. Ja, da hat der Tiger mal einmal reingefasst, der andere Tiger. Der Tiger, dessen Name komplett aus Zahlen besteht. Und da ist Joker wahrscheinlich ein bisschen übereifrig und dachte so, der lädt bestimmt noch nach. Nö, der lädt nicht mehr nach. Ja, aber er hat einen Assist bekommen, immerhin das. Und er... Oh ja, aua, aua, aua. Wenn die 8-8er einschlägt, dann schlägt sie richtig ein. Aber für Joker natürlich keinen Grund, den Schwanz einzuziehen. Witzig. Denn er spawnt gleich wieder weiter und kümmert sich dann direkt um besagte Ziele. In diesem Fall im Tiger 1. Beziehungsweise im Heavy Tank Number 6. Das ist ja nicht mal recht der Tiger 1. Und, da er ja gesehen hat, wenn ich jetzt links direkt über B fahre, das ist nie so gute Idee. Über A meine ich. Das ist nie so gute Idee. Deswegen flankiert er. Oh, ja, ja. Er ist auch ein kleiner Schlaukopf. Und jetzt geht's auf jeden Fall los. Da vorne ist Panther D. Jede Menge Panther. Ich persönlich mag den Panther tatsächlich ein bisschen lieber, als ich den Tiger mag. Liegt aber, glaube ich, einfach an der Kanone, weil ich diese schnellere Feuerlinie mag. Und der Panther, ich sag mal so, der hat die mit dem Mund gefangen. M4A2. Der etwas dickere Sherman. Am Gunman wird gebounced, leider. Vielleicht schafft man da nochmal einen rein zu lunzen. Ich glaube, er overankelt ein bisschen, aber es ist toll. Jo, der ging durch. Hat auf jeden Fall die Kanone und die Gunbreach kaputt gemacht. Keine Breach, meine ich. Gunbreach, komme ich da raus. Und nochmal abgeprallt, aber aus einem sehr schlechten Winkel leider. Das war doof, wie so genau da gewesen ist. Guten 4G, der wird schon mal mit Maschinengewehrfeuer bearbeitet und. Ja. Beug dich nach vorne über und lass es über dich ergehen, ne? So in etwa lief das gerade bei der Panzer 4G. Und auch der Sherman hat jetzt Kopfschmerzen. Ich bin ganz noch nicht gut drauf. Da hinten sind immer noch zwei Panther G. Der Medium Tank ist auch ein Panther G. Panther D meine ich nicht G. G wäre schlecht. D. Wir sehen auch, es gibt relativ viele Tiger. Das Problem ist allerdings, dieses Team, also deren Team hat nur zwei Punkte. Oh gut, da kommt schon die Fontäne aus dem Turm rausgeschossen. Das Team von Joker hat jetzt nur einen Punkt und hat damit den Cap-Nachteil. Denn hier ticken ja die Punkte runter, je nachdem, wie viele Punkte man kontrolliert auf der Karte. Und es gibt drei Stück. B und C werden vom Team Rot kontrolliert und A vom Team Blau. A ist auch das, was Joker vorhin eingenommen hat. Das wisst ihr ja selber, ich sag euch hier Sachen, die ihr schon wisst. Tiger 1.
gefährlicher Gegner. Definitiv, haben wir schon Bekanntschaft mitgemacht. Aber da ist noch eine Ridge Line zwischen. Mal schauen. Oh, das wird holprig. Ja gut, das kann dieses Battle schon mal ab, ne? Da kommt eine Hellcat angerast, aber noch nicht wirklich drum die Ecke rum. Oh, ein Tiger 1. Tiger 1 hat geschossen. Und hat jetzt ein paar Probleme. Und er sprayt mit dem MG auf jeden Fall ziemlich krass auf ihn. Die Hellcat steht direkt hinter ihm, sieht man gar nicht. Die fährt da um die Ecke, genau. Und da die Hellcat, da kann man natürlich auch mit dem MG reinhalten, die hat nicht die Panzerung. Er gibt dem Tiger nochmal einen mit, bounced allerdings. Er steht hier jetzt gerade sehr gut, weil man sieht quasi nur seine vordere Wanne. Und die Hellcat ist definitiv der größere Threat. Denn der Tiger ist schon angeschlagen und... ja, und Schuss Hellcat. Das ist nur noch ein brennender Haufen. Ein brennender Haufen Metall. Tiger 1, wenn er Glück hat, kommt er durch den Turm durch. Da sind ein paar Stellen, wo man durchkommt. Ja, die Observation Device ist getroffen leider nur. Oder das MG. Leider keinen wirklichen Schaden gemacht. Der wiederum ging durch und da hat sich jetzt der Tiger auch gleich mal erledigt. Wir sehen es unten, wir sind jetzt schon bei 5 Kills, einem Assist und einem Death. Und jetzt macht er nochmal ein bisschen Turns mit dem Tiger, weil der, wenn Panzer für seine Mobilität bekannt ist, dann ist es der Tiger 1. Mit seinen irgendwie über 50 Tonnen knapp. Schöner Turn nochmal. Da hinten ist noch ein Tiger 1. Und sieht er ihn auch? Ja, aber... Ah, er steht auch ziemlich gut. Der steht ziemlich gut angewinkelt. Ja, bounced in der Seitenpanzerung, leider. Aber Joker steht hier auch sehr gut. Er kann sich sogar so weit anwinkeln, weil er eben mit der Seite des Panzers so tief steht und er so deswegen nur die Front sieht. Der ging durch, hat den Driver und den Funker erwischt. Sehr schön. Ihr zwei kommt einmal gucken und denkt sich, oh Gott, screw this, I'm out. Langsam ist hier auf der Flanke nicht mehr wirklich viel los und wir sehen, das Team hat gerade B gecapped. Das heißt, wenn man jetzt beide Punkte halten würde, dauert das zwar lange, aber man hätte irgendwann gewonnen. Und das ist auch das Ziel des Teams, logischerweise, dieses Spiel zu gewinnen. Das ergibt Sinn. Und er geht wieder nach unten ein kleines Stückchen, um da etwas weiter vorzudreschen. Wird kalt, ich muss Fenster auf. Aber es ist auch heute echt warm, es ist ein wirklich schöner Tag. Also, für den Winter und für den Norden. Ich weiß gar nicht, um 8 oder 9 Grad oder so. Das ist ziemlich warm. Da ist ein Wirbelwind und eine IS-2. Besagte IS-2, die wir gerade eben schon trafen. Und das täuscht, das sind zwei Ridgelines und die ist hinter der vorderen und nicht hinter der hinteren. Also wir können die jetzt gleich schon sehen. Genau, da hinter der ist sie nämlich. Ich dachte erst, die da komplett dahinter, ist sie aber gar nicht. Und, ich sag mal so... Ja, die hat jetzt auch Migräne. Aber der ist noch gar nicht down. Das ist ein Anzeigefehler im Replay. Ich hab's ja gestern schon mal gesehen. Logischerweise, ich guck mir die immer vorher nochmal an. Und hab's aber schon falsch aufgenommen. Jetzt ist er down. Gleicher Bug passiert gleich bei dem Wirbelwind. Da kann man... Ja, der hat keine Panzerung oben, ne? Da kann man mal schön reinhalten mit dem MG. Und der ist auch noch nicht down, obwohl er nicht mehr angezeigt wird. Reload ist gleich durch und jetzt ist er down. Blieben noch ein paar Panzer. Einige wenige fehlen noch. Und Joker ist auch noch nicht ganz durch, was seine Kills angeht. Da geht noch was, würde ich behaupten. Tiger als Joker. Schöner U-Turn im Tiger, warum auch nicht? Das geht auch mit Arcades, was? Tiger 1 am Start. IS-1 am Start. Auch ein starker Panzer, aber nicht, wenn man ihn so hinstellt. IS-1 hat ja genau, also so ähnlich wie die IS-3, auch so ein bisschen so eine spitze Form vorne, die so ein bisschen rund zuläuft. Und da ist jegwede Art von Anwinkeln einfach echt nicht gut. Wenn man dadurch die Seite, die man eben anwinkelt, hat ja dann eine... Also es wird der Winkel ja quasi abgeflacht. Das ist bei der IS-3 ja noch viel fataler als bei der IS oder die IS-2. Aber hier hat man es ja gerade gesehen. Obwohl der Schuss gut durchging. Nochmal ein Turn. Und da guckt man, wo er jetzt hindackelt. Viel zu tun, bleibt vielleicht nicht mehr. Aber, oh, B wird wieder decapped. B wird wieder decapped. Das könnte noch ein Loose werden. Ich sag ja, da wird eine richtig enge Kiste. Auf jeden Fall hat er bei der Flanke mal ganz gut aufgeräumt. Wir müssen überlegen, dieses Team verliert das Spiel gerade. Also, es sieht halt so aus. Und er hat einfach 7 Kills. Das heißt, er hat 2 Spieler komplett rausgenommen und noch ein Leben gekostet.
weil man kann in Warfare dafür allerdings nicht was mit dreimal spawnen. Ja, und sie nehmen tatsächlich gerade wieder B ein. Das ist nicht schön. Gleich ist es durchgekappt. Und er geht nochmal in den Bomber Run. Und dieser Bomber Run hat etwas besonders Schönes. Ich hab schon wieder die Tipps reingepackt. Ich pack die jetzt mal ein Stück weit auf den Tisch drauf. So, bleibt da liegen jetzt. So. Und dieser Bomber Run hat etwas besonders Schönes. Wir gucken uns das Ganze mal so an. Wir können da leider nicht in eine Bombenkamera gehen. Ich hätte es zu gerne gemacht, weil das sah einfach ziemlich episch aus. Denn dieser Panzer, der da capped, ist ein Jagdpanzer 4. Das Ding, wo SPG dran steht da vorne. Und das ist so eine Self-Propelled Gun. Da er noch nicht erkennen kann, welcher das ist, weil er noch nicht nah genug dran ist, ist es ein Jagdpanzer 4. Da ist er so key, schießt auch schon. Und jetzt guckt ihr diese Bomben an. Das ist so unglaublich schön. Da fliegen sie, da fliegen sie. Fang Jagdpanzer 4, fang sie! Jetzt gucken wir mal bitte auf den Chat. Links unten. 3, 2, 1, boom. Und weg ist der Jagdpanzer 4. Der hat halt keine Chance gehabt. Der hat die einfach direkt ins Gesicht bekommen. So, der einzige Weg jetzt noch zu gewinnen ist es, alle Gegner zu killen. Es existieren, glaube ich, noch zwei oder drei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das sollte allerdings bald passieren. Viel mehr kann Joker von hier leider nicht mehr machen. Den darf ich den Weg zu weit. Oh, B wird decapped, B wird decapped, B wird decapped. Und C wird auch decapped. Sehr schön. Das heißt, ab jetzt, weil die Punkte sind ja schon nicht mehr in roter Hand, wird jetzt schon runtergetickt an Punkten. Für Team Blau. Und wenn man alle drei hat, geht das Ticken natürlich am schnellsten. Und umso fixer hat man auch dann das Spiel gewonnen. Allerdings muss man die natürlich erstmal eingenommen haben, damit die auch für einen zählen. Ich sag ja, das wird eine richtig knappe Geschichte. Können wir mal ganz kurz gucken. Kann man nicht, weil ich das... Ich dachte, ich könnte das sogar aufrufen. Schade. Ach warte, das kann ich doch. Ne? Da, glaube ich. Ja. Die Tickets sind nämlich noch 1200 gegen 1300. Also es wird wirklich eng, wirklich eng. Also die Tickets sind quasi der Balken da oben. Allerdings tickt das jetzt so schnell runter. Jo, Panzer 4G hat auch nochmal schön eine insertiert bekommen. Brennt, hat quasi keine Crew mehr im Turm, aber der Panzer D stürzt sich einfach Kamikaze-like drauf. Und killt ihn auch. Noch ein Assist für Sascha. Schönes Ründchen. Und die Gegner haben dann nur noch, damit nur noch einen einzigen Soki. Und gleich auch keine Punkte mehr. Und das sieht nach einem Win aus. Sehr schön. Und da war Joker nicht ganz unschuldig bei. Hat durch das Rausnehmen von der Hellcat und dem Tiger 1 zum Beispiel, beide starke Panzer. Und außerdem logischerweise auch durch das Killen von dem Jagdpanzer 4 durch den Bomber Run. Ja, GG. Wir gucken uns nochmal den Endscreen an. Wenn es denn laden möchte, Mama? Ladidu. So, da ist er. Dritter ist Joker geworden. Das Gegnerteam hatte auch einige wirklich, wirklich gute Spieler. Kinderriegel, geiler Name. Der jetzt zum Beispiel, also die oberen zwei waren wirklich gut. Ja, das war eine wunderschöne Runde. Ich bedanke mich sehr für die Runde, Joker. Das ist schön, so zu sehen. Ich wollte den Panzer aus, den Skin auswechseln, das hast du schon mal gesagt. Ne? Der ist nix hübsch. Habe ich hübschen Skin hier? Der ist ein hübsch, glaube ich. Der ist hübsch. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal und lasst eure Meinung zu Warfare da. Bis dann. Tschüssi.